Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, der täglichen Dosis Angeberwissen. Hier, das ist der schreckhafte Mark Hagenbeck, ich bin der Sascha und wir haben heute Gute. Den 27. Mai und am 27. Mai Geburtstag hat wer? Heute hat, also am 27. Mai hat 1990 hat der Jonas Hector Geburtstag. Jonas Hector? Wer kennt ihn nicht, ein deutscher Fußballspieler, ja? Blend doch mal ein in Jonas. Ja, mach ich auch. Kennen wir doch. Da kommt er auch schon. So, ja. Hier ist der Jonas. Ja. Jonas Hector. Genau. Ja. Hier eigentlich. FC Köln, Bundesliga, man, ja, Bundesliga-Kader. Ja, ja. Jo, alles drin. Am 27. Mai ist auch 1982 der Spieler Diego Armando Maradona. Ne? Kennt man ja hier. Zack, ja. Zack. Ja. Ist für die damalige Rekordsumme von 18,25 Millionen D-Mark zum spanischen Verein FC Barcelona gewechselt. Ja? Das ist ja, eine, das sind ja, das ist ja Bimbis. Das ist heutzutage Bimbis. Das, das sind 18,25 Millionen D-Mark. Ja, das sind 9 Millionen Euro sozusagen. Und heute sind eigentlich so Preise wie 420 Millionen so Rekordsumme. 422 irgendwie. Ach, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr. Ja. Und was war noch am 27. Mai? Am 27. Mai wurde Uwe Friedrichsen geboren. Uwe Friedrichsen, kennst du hier aus der Sesamstraße? Natürlich, der Uwe aus der Sesamstraße. Und da ist die Tiffy. Und da ist die Tiffy. Ja, genau. Uwe Friedrichsen habe ich immer, was habe ich mit dem irgendwie, ach, da habe ich Abende verbracht mit dem Uwe. Ich auch. Ja? Ja. Mit Lilo auch? Lilo, Samson. Oscar aus der Tonne gab es da doch gar nicht. Oscar aus der Tonne war die amerikanische Version. Aber in Deutschland gab es nicht, da gab es nur den Herrn von Bönefeld. Genau, das war der Herr Bödefeld. Bödefeld, genau. Genau. Aber Oscar aus der Tonne war die US-Version. Ja, das genau, war da. Genau. Und am 27. Mai wurde auch die Golden Gate Bridge, 27. Mai 1937, wurde die Golden Gate Bridge, die damals längste Hängebrücke der Welt mit 2,725, wie viel sind das? Kilometern, also 2725 Metern, längste Hängebrücke der Welt damals, wurde dem Verkehr übergeben, also wurde eröffnet sozusagen. Okay. Ja, genau, das war am 27. Mai 1937. Ja, jetzt haben wir ganz viel über den 27. Mai gelernt. Ja. Und wir haben auch gelernt, dass der Mark Hagenbeck recht schreckhaft ist. Oder? Moment kurz. Ja, genau. Ja, ich sag Cheerio, bis Sophie. Morgen ist der 28. Mai. Tschüssikowski. Tschüss.